Hallo, ich grüße dich, hier ist wieder der Marek, danke, dass du wieder dabei bist. Heute bin ich wieder am Strand und will ich ein kurzes Video machen über ein Thema, sei du selbst, versuche nicht eine Kopie zu werden, bleib ein Original. Viel Spaß dabei. Dieses Thema ist mir eigentlich ziemlich wichtig, weil warum muss ich mein Leben lang sich jemanden anzupassen, egal ob jetzt Gesellschaft oder irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Umständen, warum kann ich einfach nicht so sein, wie ich es will, einfach ein Original, weil viele Leute versuchen ihr Leben lang irgendeine Maske zu tragen oder Leben lang schauspielen, weil das ein anderer von denen verlangt oder weil das gerade diese andere Menschen auch tun. Ich bin der Meinung, es ist nicht mein Weg, ich will einfach so bleiben, wie ich es will, realistisch und authentisch nach außen. Und das ist mir einfach wichtig. Und viele Menschen versuchen nach außen immer irgendwie perfekt zu wirken, ja? Perfekte harmonische Beziehung, perfektes Haus, perfektes Auto. Aber es ist alles nur nach außen. Meistens ist das Auto auf Leasing, damit man in der Nachbarschaft ein bisschen angeben kann. Das Haus ist auf Kredit, was man jahrelang zurückzahlen muss und deswegen wird auch oft gestritten. Und von der harmonischen Beziehung ist eigentlich weit und breit nicht zu spüren, vielleicht nur solange du gerade bei denen zu Besuch bist und kaum hast du die Tür zugemacht, ist die Seifenblase vorbei, Seifenblase geplatzt und vorbei mit der harmonischen Beziehung. Und deswegen, ich will einfach so sein, wie ich bin, auch mit meiner Frau, mit meinem Schatz und mit den Kindern. Selbstverständlich auch wir haben oft Auseinandersetzungen oder die Kinder haben manchmal einen schlechten Tag, aber das gehört alles einfach dazu. Und ich stehe einfach dazu. Das heißt, man muss stehen auch zu den Schwächen und zu den Stärken. Weil viele Leute versuchen immer irgendwie nur die Schwächen in Vorschein zu bringen und vergessen, dass die eigentlich auch Stärke haben. Weil jeder hat Stärke, jeder hat auch Schwäche. Es ist normal. Und es hängt jetzt von denjenigen ab, ob er an seinen Schwächen arbeiten will oder nicht. Man kann ihn nicht irgendwie zwingen. Und das will ich nicht. Früher zum Beispiel, ich war jahrelang der Trainer fürs Österreich, für die philippinische Kampfkünste. Ich hab auch oft Seminare gemacht und halt unterrichtet. Und oft haben mir die Studenten oder die Ausübenden gefragt, warum das bei mir anders ausschaut, wie zum Beispiel bei Grandmaster oder bei dem Chefinstruktor von Europa. Ich habe denen einfach geantwortet, ich bin einfach ich. Ich bin mein eigenes Original. Und ich kann das auch in 100 Jahren nicht genauso eins zu eins zu kopieren. Und ich will es auch nicht. Ich kann mir das Beste irgendwie rausnehmen, aber trotzdem der größte Teil bleibt einfach ich. Ich bin einfach der Original. Und ich habe auch denen oft so ein Beispiel gegeben, wenn man jetzt zum Beispiel 10 Ausübenden nebeneinander hinstellt und jeder macht dieselbe Übung. Bei jedem schaut das anders aus, ist eh klar. Einer ist groß, andere ist klein. Der eine hat lange Arme, der andere kurze. Der eine hat breite Stand, der andere hat kurze Stand. Körpermechanik. Vom Charakter rede ich gar nicht. Das heißt, 10 Menschen, 10 verschiedene Charaktere. Und man darf nicht irgendwie versuchen, alles eins zu eins zu kopieren, das geht einfach nicht. Und ich habe das auch bei meinen Schülern nicht versucht, irgendwie so quasi zu sagen, nur mein Weg ist der richtige, nur meine Kampfkunst ist der richtige, nur meine Technik ist der richtige oder nur mein Weg oder wie auch immer mein Denken. Nein, es stimmt nicht. Ich habe ihn oft, auch wenn er irgendeine Technik nicht verstanden hat, habe ich ihn Variante A gezeigt, hat er nicht kapiert, Variante B, Variante C. Und er hat die Möglichkeit gehabt, sich aus diesen drei Varianten einfach das Beste auszusuchen, was für ihn, was diesenjenigen am besten ist, damit er wieder ein Stückchen weiterkommt. Das ist einfach alles. Aber auch habe ich ihm gesagt, du kannst das eh nicht genauso machen, wie ich es will. Und das ist einfach wichtig. Und früher war ich auch in vielen Gruppen drinnen, in Facebook. Und von den meisten habe ich mich schon einfach verabschiedet, weil das hat einfach keinen Sinn. Die meisten tun sich einfach nur bekämpfen und tun irgendwie zu eigenem Ego streichen. So schön, brav, ja, jetzt habe ich es wieder denjenigen gegeben, weil der einer kommentiert, ich kann das besser, mein Weg ist richtiger, dann kommt der Nächste, sagt nein, ich habe das so gelernt, so ist besser, der andere kommt, ich habe 10.000 Bücher gelesen, mein Weg ist der richtige. Und die tun ganze Zeit nur streiten, statt dass da irgendwie so ein Miteinander, so ein gesundes Miteinander da ist, tun sie sich meistens immer nur irgendwie bekämpfen. Ist schon irgendwie traurig, finde ich. Und dann, wenn da irgendein Neuer kommt, irgendein, was noch keine Ahnung war eigentlich von der Materie hat, dann machen sie ihn noch fertig oder lachen die ihn aus, statt dass die ihm die Hand reichen und zeigen, da ist der Weg. Wir zeigen denen den Weg, aber weiter musst du selber gehen. Und das ist eigentlich das,
das Richtige und nicht irgendwie versuchen, ihn noch fertig zu machen, weil manche brauchen nur einfach ein kleines Schubser und dann geht's wieder, ja. Und dann später findet er irgendwie immer ein kleines Teil dazu und das geht. Und, aber einfach, man muss bereit sein, wenn man sich ein gewisses Wissen eingeeignet hat, dass man den anderen Menschen auch hilft. Weil ich bin der Meinung, wenn ich in 10 oder 15 Jahren zurückblicke und ich sehe, wie vielen Menschen ich geholfen habe oder wie viele Menschen durch mich wieder irgendwie zu sich gefunden haben oder haben ihren eigenen Horizont ein bisschen erweitert, das ist das Richtige, was von Herzen kommt. Das ist das, was zählt. Und das ist mir wirklich sehr wichtig. Und auf was ich wirklich noch sehr, sehr stolz bin, ist auf meine Family, auf meine Frau, auf meinen Schatz, meine Kinder, wie wir das alles geschafft haben. Und wir haben alles, was wir geschafft haben bis jetzt, uns zu verdanken. Egal, ob die Kinder großgezogen oder dieses freie Leben, was wir jetzt leben, alles haben wir uns zu verdanken. Und ich bin wirklich, wirklich sehr stolz dabei. Ich bin mit meiner Frau schon seit 17 Jahren verheiratet und wir tun uns unterstützen, wo es geht. Und das ist das wahre Leben. Das kommt wirklich von Herzen und das ist das, worauf ich stehe und worauf ich irgendwie aufbaue. Einfach auch anderen Menschen zu helfen und nicht nur auf sich selber schauen. Und quasi, ja, ich habe das geschafft, mir sind alle anderen Leute egal. Nein, aber man darf auch nicht wieder von denen verlangen, dass die genauso sein müssen wie du. Na, jeder soll ein eigenes Original sein und so funktioniert das dann weiter. Und was ich noch sagen will, ist einfach, jeder Original ist immer mehr wert wie eine Kopie. Ja, das war dann alles von heutigen Video. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Ich bleibe noch ein bisschen am Strand und genieße diese Wellen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, dein Marek. Ciao.